Schönen guten Morgen, Roadtrip-Zeit und nicht mit meinem Model 3, sondern in meinem Mini-Stellplatz hat sich ein weißes Model 3 reingemogelt. Von meinem Kumpel Chris, hatte mir ausgeliehen. Warum, erzähle ich euch gleich. Ich packe ein, dann erzähl mal Geschichten. Jetzt will ich mir einen Trip zurücksetzen. Chris hat gesagt, ich soll den kürzeren zurücksetzen, weil er mit dem längeren trackt, was er eben für Fahrtstatistiken hier hinlegt. Also Trip A zurücksetzen und leider hat sein Wagen nicht so viel Akkukapazität. Ich habe ihm mein Auto gegeben und das hier fast vollgeladen. Ich bekomme ihn hier so halb leer. Ja, ziemlich bescheuert, wenn man direkt nach dem Losfahren erstmal zur Ladestation fährt. Aber ziemlich geil, dass wir in München jetzt halt einen Supercharger haben und dementsprechend geht das halt auch relativ schnell. Ich spaziere mal ein bisschen weg von der Lärmquelle, die Lüftung ist ein bisschen lauter hinten. Warum bin ich so früh wach? Naja, es werden elektrische 36 Stunden. Ja? Erstmal sehr interessant, mit einem anderen Auto so einen langen Roadtrip zu machen. Und es wird wirklich ein langer Roadtrip, weil ich eben jetzt nach Stuttgart fahre. Dort ist eine Fahrveranstaltung von Mercedes. Die ist dann heute Nachmittag vorbei und dann geht es direkt weiter nach Hamburg, wo dann eine Fahrveranstaltung von Audi morgen ist. Also, hier einmal den Tesla, dann in Stuttgart den Mercedes und in Hamburg den Audi innerhalb von 36 Stunden. Jetzt bin ich hier eben an meinem Lieblings-Supercharger und erspähe hier schon was aus dem Augenwinkel. Ich habe hier zu diesem Standort ein Video gemacht, weil ich diesen Standort so toll finde. Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen und ich gehe auch einmal die Woche sowieso in dieses Einkaufszentrum zum Einkaufen. Ja. Jetzt kann ich meinen Wagen damit voll machen und ich habe einmal in dem Video eben gemeint, hey, dieser Müllberg von Tesla, bei den Paletten darf man einfach zugreifen. Die stehen hier einfach noch unnütz rum. Dann wurde ich dankbarerweise von euch gewarnt. Nein, das wäre Diebstahl, weil da ein Pfandsystem ist und diese Paletten wirklich noch Geld wert sind. Jetzt stehen die aber zwei Monate später immer noch da. Also mittlerweile ist es doch einfach hier eine Müllhalde. Und wenn ich da was wegnehme, ist es doch wirklich mittlerweile fast eher helfen, als dass ich da was klaue. Okay, pass auf. Es ist jetzt Februar. Wenn die im April noch dastehen, dann nehme ich eine mit. Ja, dann zeigt mich an. Dann zeigt mich an. Aber dann kommt Elon auf Twitter und sagt, danke Bro, dass du aufgeräumt hast. Schauen wir mal, wie sich der Ladespeed entwickelt. Wie schaut's aus, liebes Chris Auto? Es sind gerade mal 87 kW. 87 kW nur. Ich hätte da mal mindestens 187 erwartet, gerne auch über 200. Tja, schade Schokolade. Auf jeden Fall, warum ich das Auto von Chris fahre und nicht mein Model 3 fährt, ist alles gut. Das ist nicht alles. Also ich bin jetzt bei 79.600 und ein bisschen Kilometer und der Tesla-Kenner weiß, dass man bei 80.000 die Herstellergarantie dann verliert, die Liststelle dann. Und ich will noch ein paar kleine Sachen reparieren lassen auf Teslas Nacken und von daher habe ich gemeint, hey Chris, können wir bitte Autos tauschen fürs Wochenende, also jetzt Donnerstag, Freitag, Wochenende, bis ich zurück bin. Du kannst natürlich mit meinem Model 3 rumfahren, 200 Kilometer so plus minus in der Stadt, gar kein Problem. Aber ich kann jetzt leider nicht irgendwie diese 2000 Kilometer München, Stuttgart, Hamburg zurück Roadtrip auf mein Auto schrubben. Er hat gemeint, Bruder, natürlich. Und dementsprechend, danke Chris, darf ich dein Auto fahren und darf hier auf deinen Nacken am Supercharger laden. Die Kohle gebe ich dir. Ach du Schande, ich stelle jetzt gerade wirklich fest, dass hier ja Kosten auf Kosten kommen. Nicht nur, dass ich den Ladevorgang zahle, sondern auch das Parkticket. Das ist der einzige Supercharger auf der Welt, bei dem ich jemals war, wo man für die Benutzung an sich, für den Parkplatz zahlen muss. 1,50 € kostet hier die Stunde. Habe ich aber eigentlich noch nie gezahlt, weil immer wenn ich hier bin, gehe ich beim HIT einkaufen. Und wenn man da einkaufen geht, dann wird eben der Parkzettel gestempelt und man kriegt die erste Stunde umsonst. Und da man ja auch wirklich nie länger als eine Stunde beim Supercharger ist, also ganz im Gegenteil, eher 20 Minuten, eine halbe Stunde, habe ich das auch hier noch nie bezahlt. Jetzt zahle ich also den Ladevorgang an Chris und hier noch das Parkticket. Der teuerste Supercharger-Ladevorgang meines Lebens. Ich war ein bisschen leise, ist aber trotzdem so. Sensationell. Gut reicht eigentlich nicht. Wie geil ist bitte Chris sein Tesla? 145 km/h fahre ich und ich liege über, also der Verbrauch liegt unter dem, was das Auto prognostiziert hat. Die graue Linie ist, was das Auto gedacht hat, dass es verbrauchen wird und dann eben die Linie drüber ist die tatsächliche. Also obwohl ich wirklich flott fahre und die Heizung an ist, verbrauche ich echt nicht viel. Wer kennt es? Einer der bekanntesten Ladestandorte Deutschlands, würde ich sagen.
Seligweiler. Da ist nämlich Supercharger und Hypercharger von der MBW nebeneinander. War ich auch schon öfter. Das letzte Mal mit dem Chris von Carmaniac haben wir da unseren Schabernack getrieben. Heute brauche ich es nicht und fahre durch. Komme mit 7% an. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das, obwohl ich durchgehend 130 bis 150 fahre. Außer jetzt gerade. Aber gib ihm. Und dann verlassen wir Bayern. Baden-Württemberg. Guten Morgen. Ich versuche natürlich immer als Elektroautofahrer die ABC-Regel zu befolgen. Always be charging. Immer schön laden, ne? Aber ich muss so dringend pinkeln. Ich fahre jetzt einfach kurz raus. Hilft ja nichts. Die Natur ruft. Fahrt verläuft so gut, ne? Ich fahre so flott und habe trotzdem noch 6%, wenn ich ankomme, sagt das Auto. Ich hoffe mal, dass ich vor Ort laden kann. Ich meine, es ist eine Elektroauto-Fahrvorstellung. Dementsprechend gehe ich mal davon aus. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Zwischenstatistik an. 200 Kilometer gefahren beim Verbrauch von 200 Wattstunden auf den Kilometer. Ja, und das, obwohl ich eben flott fahre. Ist, und die Heizung anzieht. Ist in Ordnung. Auf geht's. Ich schaue euch das mal an. Das ist die A8 um Stuttgart rum ohne Stau. Das habt ihr noch nie erlebt. Endlich ist Corona mal für irgendwas gut. Wirklich. Homeoffice for the win. Oh ja. Angekommen bei Mercedes. Parkplatz müsste hier links sein. So, jetzt die Suche nach Ladestation. Ah, da vorne. Da sehe ich sie. Jetzt hoffentlich ist da was frei. Und hoffentlich kann man da einfach am besten umsonst laden. 5% die erste Etappe. 230 Kilometer und 200 Wattstunden pro Kilometer. Schade, ich dachte, ich komme vielleicht noch auf unter 200. Aber das 200 sind absolut in Ordnung. Ich bin schnell gefahren. Es ist recht kühl gewesen am Anfang. Jetzt sind es vielleicht 12, 13, 14 Grad. Und die Ladestation. Ja, RFID-Chip. Keine Ahnung welchen. Manchmal bei sowas einfach mal einstecken. Kleiner Tipp, einfach mal einstecken. Manchmal lädt auch umsonst. Geht einfach los. Habe ich schon oft erlebt. Was ist oft? Manchmal. Selten, aber manchmal. Ein Versuch ist wert. Als erstes Ladesäule. Als zweites mit dem Auto verbinden. Leuchte blau. Blinkt. Oh. Fängt jetzt an zu laden? Nein. Schade. Sonst wäre es grün. Na gut, dann Ladekarte hinhalten. Willkommen. Ja, nichts passiert. Ah, schade. Wahrscheinlich die falsche Ladekarte. Na gut, dann probiere ich es mit Direct Payment. Laden ohne Vertrag. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es nicht geht. Also ich scanne den Code, wie es eben dran steht. Versuche die Nummer von der Ladesäule einzugeben. Passiert nichts. Ich könnte anrufen, ich könnte hier irgendwie versuchen, jemanden zu fragen, jemanden zu finden. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich will den EQA fahren und das machen und... Hier ist die Rettung. Ich habe zwar nur noch 5%, aber die reichen genau, um zum Leonberg Supercharger zu kommen. Und danach geht es eben weiter über das Supercharger-Netzwerk nach Hamburg. Also gut. Habe ich ja Glück gehabt, dass hier in der Mini-Reichweite ein Supercharger ist. Und ich würde auch sicher irgendeine andere öffentliche Ladestation finden. Aber Supercharger ist halt schnell und zuverlässig auf jeden Fall. Und dann komm. Hui. Das waren intensive Stunden. Ja, der EQA, EQA, sehr, sehr, ich bin wirklich überrascht. Das Video lohnt sich. Ich will jetzt gar nicht so lange drüber reden. Ich habe stundenlang über das Auto geredet und eben da ein Video gemacht. Aber das Auto hat ganz andere Qualitäten als ein Model 3. Sehr spannend, sehr spannend. So, jetzt mein großes Problem. Reichweite. Ich will nach Hamburg und es sind noch 4%. Ja. Mit 4% kommt man nicht nach Hamburg, aber eben zum Glück zum nächsten Supercharger. Hoffentlich. Auch das wird knapp. Aber das muss jetzt klappen, weil alternativlos. Was sagt er mir? Ich komme mit 1% an. Wunderbar. Oh ja. Das letzte Prozent, das wichtigste Prozent, das Lieblingsprozent jedes Elektroautofahrers hat mich noch zum Leonberg Supercharger getragen. Nee, jetzt hör auf. Hier ist ein Staubsauger oder was? Ich habe mich zufällig zum Staubsauger gestellt, den ich natürlich nicht benutzen werde. Na gut. Yo, die kleine Pause hat dem Auto und mir gut getan. Jetzt geht's weiter nach Mannheim für ein Käffchen mit Kollegen und dann weiter nach
Hamburg. Ey, dafür, dass es jetzt hier so Rush-Hour ist abends, habe ich eigentlich schon wieder eher Glück als Pech. Ne? Also Verkehr fließt, klar ist was los, aber so ist immer zwischen Stuttgart und Mannheim und Heidelberg, wo mein Schwesterherz wohnt. Ja, es fließt, es fließt, es fließt. Der Warnblinker vom Vordermann zeigt an, das Glück, das Verkehrsglück ist hier gerade so ein bisschen zu Ende gegangen. Mist. Sagte er vor 20 Sekunden und will seine Meinung direkt wieder revidieren, weil da ein Blitzer ist. Und wer weiß, vielleicht hätte der mich hops genommen ohne den Stau. Ich habe schon genug gezahlt, ja. 18 Euro beim letzten Supercharger. Naja, jetzt mal schön Rettungsgasse und aufs Beste hoffen. Aber Rettungsgasse bringt halt auch nur was, wenn es alle machen. Nicht so wie der Audi-Kollege da. Bei Rettungsgasse, da bin ich sensibel. Ich finde es einfach scheiße, wenn es nicht klappt. Jetzt ist hier gerade im Polizeiwagen tatsächlich sogar ziemlich schnell durchgekommen, ja? Aber was passiert als nächstes? Die Rettungsgasse fällt wieder zusammen. Ja, und was glaubt ihr denn, was passiert, wenn da ein Polizeiwagen durchknallt? Dann kommt da gleich der nächste oder die Feuerwehr oder ein Krankenwagen. Ich bin mir sicher, dass da nochmal einer ankommt. Was ist sicher? Die Wahrscheinlichkeit besteht. Und trotzdem schaffen es die Leute nicht, die Rettungsgasse aufrechtzuerhalten. Der Stau hat sich zum Glück schnell aufgelöst. Trotzdem ist mir wirklich einfach ein wichtiges Thema, ne? Ich fahre so viel Autobahn, so viel Roadtrips und einfach Rettungsgasse muss man einfach bilden. Ist einfach, ja. Auch wenn es die anderen nicht machen, einfach gerne auch der Erste sein. Das inspiriert dann die anderen, erinnert sie dann oft wieder. Und ist einfach eine wichtige Sache. So, jetzt Zeit für nächsten Kaffee, Zeit für Soziales und dann geht's nachher weiter. Okay, das City-Hopping geht weiter. Umdisponiert habe ich. Es geht jetzt nach Kassel, weil nach Hamburg sind 7 Stunden. Also 7 Stunden fahre ich heute nicht mehr. Ich bin wieder nach dem nächsten Kaffee voll frisch, passt, aber in 7 Stunden safe nicht mehr. Von daher penne ich beim Kumpel in Kassel. Das sind 3 Stunden, das passt. Und das nächste Ziel ist wieder ein Supercharger in Eschborn. Ich glaube, der ist neu, ich glaube, da war ich noch nie. Kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Okay, auf geht's. Ich war tatsächlich schon mal hier vor ein paar Monaten. Ich habe mir ein bisschen die Beine vertreten und komme zurück und die Ladekurve hier ist einfach nicht geil. Das ist ein 250 kW Supercharger, der aber hier gerade, ich weiß nicht, also kommt nicht so viel an. Vor dem Spaziergang war ich so bei 100 kW, jetzt sogar nur noch so bei 90. Tja, dementsprechend stehe ich halt hier dann doch 20, 25 Minuten. Einmal kurz zur Kontrolle. Es sind schon 250 kW hier eigentlich, oder? Ja, eigentlich ja. Das Perfekte ist, dass ich jetzt mit der Akkuladung von 70% nach Kassel komme, dann penne ich dort und direkt hinter Kassel, Richtung Norden, ist wieder ein Supercharger. Heißt, ich habe meine Strategie eigentlich. Ich fahre hin, penne bei meinem Kumpel, stehe früh auf, fahre wieder einen Supercharger, komme recht leer an, lade dann dort aber, frühstücke dort, fahre weiter. Also hier ist gerade die große Beschwerdestunde, wir laden alle nicht schnell genug. Aber ich habe gerade einen netten Ladenachbarn gefunden. Aus dem Fernsehen. Und er kennt mich aus YouTube. Hier ist der Florian. Florian steht gerade neben mir, ne? Und wir kommen ins Gespräch und dann meine ich, ach, ihr habt eine Fahrschule oder wie? Und eure Fahrschüler lernen mit dem Tesla. Genau, unsere Fahrschule, ja. Die lernt mit dem Tesla. Jede Filiale, die hat einen. Und jetzt für die neue Führerscheinregelung ist das eigentlich optimal. Ja, weil ich meinte zu Florian, natürlich geil, dass du mit Tesla fahren lernst, aber du lernst nicht schalten. Dann erzählt er mir, dass jetzt ein Gesetz in Kraft tritt, dass man ab April mit einem Automatikauto, oder also hier ist ja keine Schaltung drin, aber kein Getriebe drin, dass man so den Führerschein machen muss, ob man will oder nicht. Genau. Also man macht den Führerschein als erstes auf dem Automatik, okay. Und dann, wenn man den Automatikführerschein hat, hat man dann noch 10 Fahrstunden mit seinem Fahrlehrer und der bestätigt einem dann, dass man in der Lage ist, halt zu schalten und ein Fahrzeug verkehrssicher zu führen. Und dafür muss man keine Prüfung mehr machen beim Schalten, sagt der Fahrlehrer, reicht. Genau, man macht die Prüfungsfahrt halt mit dem Fahrlehrer. Praktisch wie so bei einer Mofa-Prüfbescheinigung, wo man auch keinen TÜV-Prüfer jetzt braucht, ja. In dem Sinne. Und genau, dann geht's schon rund. Wieder was gelernt. Danke, Florian. Ich bin ehrlich gesagt überrascht und weiß nicht, ob ich es gut finden soll. Weil Schalten, finde ich, gehört schon irgendwie dazu, auch wenn ich es jetzt nicht mehr mache. Vielleicht irgendwie alle 4 Jahre, wenn ich mal einen Mietwagen habe. Aber ich finde es gut, wenn man es lernt. Und wenn dann nur der Fahrlehrer irgendwie sagen muss, ja, passt schon. Dann im Zweifel muss man schon streng sein. Kommentiert mal bitte, wie ihr das findet. Wusst ihr das? Also ich wusste es nicht und ohne mir jetzt lange Gedanken zu gemacht haben, finde ich es eher nicht gut. Entschuldigung, ja. Kannst du noch mit aufnehmen? Wir brauchen in Wiesbaden einen Supercharger, den gleichen. Schau mal hier, Beschwerdestunde hier. Tesla, wunderbar, mir hätte gerne in Wiesbaden auch so einen Supercharger. Ja, weil, so machen wir es.
Ich hätte auch gerne noch in meine Straße München ein, wenn ich schon den Fettchen zufahre. Minger, Shopplatz Z, Zwinger. In Minger, ja genau, da hätte ich auch noch einen. Da schau mal Leute, ist ja logisch, hier hat man dann auch auf der Beifahrerseite Gas und Bremse, damit der Fahrlehrer dann da reingrätschen kann. Also du sitzt dann hier und übernimmst dann auch im Zweifel und richtig, kannst mit der linken Hand auch so ein bisschen lenken. Genau, eingreifen muss nice, man, damit es ganz sicher bleibt. Und der Kollege, das ist auch ganz interessant, du arbeitest bei Lilium, das ist ein Startup aus München oder im Umland. Ja. Und ihr seid ein Flugtaxi-Startup mit dem Ziel, dass die Dinger autonom fliegen. Ja, das ist interessant, ein tolles Teil. Und ja, ich denke, das beste Konzept, es gibt vielleicht 200 Startups, die sowas machen. Und ihr seid schon mit Weltführer, ne? Da? Ja, mit Joby, denke ich. Ja. Nice. Deswegen liebe ich Supercharger, ne? Hier lernt man sich kennen. Und wenn der Strom gerade ein bisschen langsamer fließt, hat man mehr Zeit zum Quatschen. Weil ich jetzt schon ausgesteckt habe, was sau dumm ist, weil ich jetzt 10 Minuten hier stehe und nicht lade. Okay, ich fahre weiter, aber danke, Jungs, ne? So und Saft. Guten Morgen. Es ist früh. Ich habe gut bei meinem Kumpel gepennt. Es war so nötig, es war so wichtig. Und jetzt hier in der Früh schnell den Supercharger in Kassel. Das ist eine Viertelstunde von meinem Kumpel weg. Und es war wirklich einfach eine gute Entscheidung. Man muss einfach so schön und cool es ist, irgendwie durch Deutschland zu düsen, ne, und coole E-Autos zu fahren. Man muss einfach auch schlafen und fit sein, wenn man Auto fährt. Und jetzt komme ich auch ein bisschen zu spät in Hamburg an. Ist wie es ist. Bin aber durchaus happy mit meiner Entscheidung, es nicht zu erzwingen und dann irgendwie noch die 3 Stunden gestern Nacht abzureißen. Das ist einfach nicht sicher genug. Und es ist einfach witzig, wenn man sowas plant. Ach, das sind übrigens Ionity-Ladestationen. Die habe ich noch nie gesehen hier. Ich glaube, die sind neu. Wenn man sowas plant, dann denkt man sich irgendwie so: Servus! Hi! Ich erzähle noch kurz zu Ende, ja? Ich bin gleich da. Geil. Wenn man sowas plant, denkt man sich irgendwie so: Ja, geil, wie passend. Dann bist du in Stuttgart und am nächsten Tag in Hamburg. Dann machst du alles in einem Trip. Noch ein Auto vom Kumpel, interessant, ja? Ein anderes Model 3 fahren, dann Mercedes, dann Audi. Aber es ist dann doch recht viel. Und da muss man noch so Sachen machen wie Akkus laden, Speicherkarten sichern. Und Stuttgart und Hamburg, Spoiler Alert, sind gar nicht so nah beieinander, wie man manchmal gemeinhin denkt. Schau mal, Mann und Frau und beide haben einen Tesla am Start. Warum seid ihr mit 2 Teslas unterwegs? Ja, wir fahren von Mittelhessen nach Lübeck, wollen unser Model S ein bisschen verschönern lassen und mit einem Auto müssen wir ja wieder zurück. Deswegen ja, 2 Fahrzeuge. Und da sieht man mal, wie schnell das Model 3 lädt. Ich meine schon so, hat wahrscheinlich schon fertig geladen, oder? Das alte Model S, das zieht noch. Genau, das Model 3 ist ein MIG mit dem LFP-Akku, wo man viel darüber erzählt hat, dass er eigentlich nicht so gut wäre. Aber wenn man vernünftig mit umgeht, geht es. Also er hat mit 137 gestartet, jetzt nach 35 Minuten ja, war er voll. Und wie gesagt, das Model S, ihr seht ja, 85er Akku, der lädt noch. Ja. Also das Model 3 aus China. Wenn es erst ein bisschen warm gefahren ist, dann sagst du, kriegst du auch im Supercharger 137 kW raus. Genau, genau. Teilweise auch mehr. Ich habe im Forum gelesen, da sind auch schon welche mit 157, also mit Fotodokument gewesen. Also es geht wirklich gut. Ich freue mich auf den Sommer. Ja, im Sommer wird es hier schöner auf jeden Fall. Ja, wir frieren schon ein bisschen, dann setzen wir uns hier rein. Genau. Alex, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, du, danke auch. Alles klar. Gute Fahrt. Man sieht sich. Jo, ciao, ciao. Ah, und schaut mal. Chris, sein Model 3 aus den USA, ist auch in etwa bei 137, jetzt 134. Aber als ich die Kamera gezückt habe, waren es wirklich 137. Ja toll, jetzt bricht er mir weg. Jetzt bricht er mir weg, gerade wo ich über die 137 rede. Oi, 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 oi. 132 nur noch. Jetzt geht er wieder hoch auf die 137. Oi, oi, oi. Wirklich, machst du echt? Man muss nur mit ihm reden. 137 bitte. Mach es bitte 137. Hallo Tesla. Lade mit 137 kW. Da war es kurz da. Danke, das reicht mir. Das reicht mir. Hey, diese Baustelle, ich schwöre es euch. Ich fahre seit 20 Minuten auf diese Baustelle. Langweilt mich. Ich mache nochmal halt beim nächsten Supercharger. Bin jetzt eine Stunde dann gefahren. Will einen Kaffee. Hier war ich noch nie. Ich war nie in diesem Supercharger, nice. Immer schön, an neue Supercharger zu kommen. So, ich stöpfe mich da an und hole mir einen Kaffee. Oh, schau mal, was Chris für ein geniales Profil hat.
den Nap-Mode, den habe ich gerade genutzt. Wagen vollgeladen. Hier einen kleinen Mittagsschlaf. Und ich bewundere gerade hier wirklich, ich fahre echt flott hier durch Deutschland. Plus es regnet, was auch nicht gut für den Verbrauch ist. Heute ist auch windig. 193 Wattstunden auf dem Kilometer. Unter 200 hier. Ich glaube wirklich, was hilft. Und ich weiß nicht, warum ich so blöd bin, dass ich das bei mir runtergemacht habe. Beziehungsweise nach dem Winterreifenwechsel nicht mehr drauf. Das sind hier diese Kappen, ne? Die helfen wahrscheinlich auch nochmal so um die 5%. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mich so ein bisschen optisch gegen die entschieden. Jetzt irgendwie hier, Mai, passt schon auch. So schlimm ist es nicht. Aber ja, mit Chris im Auto zu fahren und dem Nap-Mode und den Kappen. Danke, Bro. Talked. So, einmal hier. Corona-safe. Wo ist der Druckknopf da? Oh, schaut euch das an. Da ist er. Der Audi RS e-tron GT. Den werde ich auch gleich fahren dürfen. Ich bin gerade angekommen. Richtig, richtig geil. Schaut euch die Maschine an. Fett. Das Video verlinke ich euch definitiv auch in der Beschreibungsbox gleich. Wetter auch wieder geil. Perfekt. Jetzt schauen wir mal an, was hier passiert ist. Ziemlich genau 1000 Kilometer in 36 Stunden gefahren. Bei 194 Wattstunden auf dem Kilometer. Bei teilweise winterlichen Temperaturen oder zumindest so abends war es dann schon unter 5 Grad. Ne? Und auch eher schnelle Fahrweise. Hat gut geklappt. Supercharger-Kosten bin ich sicher unter 100 Euro, wahrscheinlich so 80 Euro werden schon gewesen sein. Aber hat auch wieder gut geklappt. Das ist einfach wichtig, dass du ein gutes Ladennetz hast und das ist Deutschland wirklich mittlerweile echt gut geworden. Ja, war schön in dem Auto zu sitzen. Danke Chris, dass ich 1000 Kilometer drauf schrubben durfte. Und ich hoffe, es wird euch gefallen und klickt euch auf jeden Fall in das Video auch noch rein, weil ich glaube, das wird ein Highlight.